Der ganze vermaledeite Sinn des Lebens war also die Erkenntnis so weit gebracht zu haben und es nicht nur gedacht, sondern auch formuliert zu haben, wie, was und wozu dieses Bewusstsein diente. Dieses Bewusstsein, das sich auf Bäumen aufklaffen machte, am sichtbar, am durch es sichtbar gemachten Unmöglichkeitsgrenze des Tödlichen, wobei vice versa dieses Tödliche erst das Bewusstsein erzeugte und dieses Bewusstsein erst das Tödliche in seinem Funktionieren perhorrezierte, aber nicht um damit das Bewusstsein sich selbst noch erkenntlicher zu machen und dasjenige, was es nicht mehr bemerkte, dass es es nicht mehr mal bemerkte, es nicht mehr zu wissen, nämlich kein bewusstes Bewusstsein mehr zu sein, keine existente Existenz mehr zu sein, im Alltagsdasein zumindest, in den Nicht-Aufklaffungsmomenten, also nicht der Erkenntnis zu dienen, sondern durch diese Unmöglichkeitsspannung. Die Pagode, die Pyramide zu krümmen, noch mehr zur Beschleunigung, zum Peitschenhieb zu aktivieren. Erst recht, weil man erfuhr, wenn man verloren ist, dass, weil man verloren ist, ja nichts mehr zu verlieren hat und dadurch erst recht alles dran setzen kann, alles wagen kann, alles auf eine Karte setzen kann, all den Mut zusammennehmen kann. Also all diese verschiedenen Stufen der Erkenntnisausziehung, die immer wieder an der Schallgrenze des unmöglichen Zerbersten erkennen zuletzt. Und das ist dann der Sinn des Daseins, dass dies nur nicht deshalb wieder herausgemäntelt wurde, weil es einen Beschleunigungs-, einen Akzentuierungsvorteil bietet bei jenen skurril verunglückten Lebewesen mit diesem zusätzlichen Zugzwang der Übererfolgreichkeit, der Selbstzerstörung, der deshalb erneut immer wieder alles aufs ganze Spiel setzen, einer unendlichen Sehnsucht, einem ungeheuren Eroberungsgeist. Und eben erkannt zu haben, dass es galt, dieses zu erkennen, diesen Beschleunigungsmoment, der durch die Kontrastierung von Tod und Bewusstsein erst seinen Schnellmoment, seinen Zugzwang erhielt. Und sogar zu erkennen, dass dies auf keinen Sinn und auf keine Bedeutung hinauslief, sondern eben anthropisch, tautologischerweise nur einem Unfall zu verdanken war, einer Zufälligkeit, die dieses Spiegelreflexionsbewusstsein einführte, nicht um das Sein, sich selbst bespiegeln zu machen, in welcher unmöglichen Falle es selber steckte, in seinem ennoierenden, Unendlichkeiten dauernden Wiederholungszwang der kontinuierlichen Selbstauslöschung und Neutransformierung. Nein, um einfach eine weitere Asymmetrie einzuführen, eine weitere Dimension, nicht jene, die aus dem Nichts Virtuellen im Urknall das Verschmutzte, das Materielle in die Welt als Asymmetrie eingeführt hatte, sondern hier eine Asymmetrie in jene weichfleischlichen Sphärenblasen, von denen man dann sagen muss, nicht das Fleisch ist Wort geworden, sondern fortan wird der Kot
der Text, die Vorstellung Fleisch werden, das Fleisch imprägnieren, das Fleisch weiter akzentuieren, noch mehr beschleunigen, noch mehr verunmöglichen, noch mehr das fundamental masochistische Inversionsprojekt der Selbstaufopferung und daraus dem Obsiegen, das daraus hervorgeht, hochpeitschen. Also die Erkenntnis, dass nur durch das abgekoppelte Begehren, durch diese drei Formen der Abkopplung der Sexualfunktionen von den einfachen biologischen Reduplikationsfunktionen, den Formen der Nike, der Romantik, der Verbindlichkeit, den Formen der Artemis, des Verrates, der Übertragung aufs andere, aufs Höllische, die Durchritte durch die Höllen, die Himmel wieder auffahrten, der Vertragsbruch und der neue Bundesvertrag mit dem großen A und dem großen Viech und drittens die der Hekate in den Machtpyramiden, Positionsstrategiespielchen und so weiter. Also all diese ternäre Aufspannung, Aufspaltung, die nur beim Menschen eine dreidimensionale Weltvorstellung erschafft, die auf diese Begehrensaufspreizung, die notwendig geworden ist als Gegenkompensation gegen den großen Urunfall, das also zu erkennen, dass dies nicht dem Erkennen dient, sondern durch einen Zufall eine weitere Asymmetrie mit noch maximalerer Zughetzzwangsbeschleunigung führte, welche dann logischerweise, ob dieser Asymmetrie nur zu immer wieder Selbstauslöschung der aufgebauten Imperien, der immer erfolgreicher werdenden Organisationen führen wird im großen Spiel des Lebens, von dem wir gestern berichtet haben und dessen mathematische Formel so simpel ist.